Hallo Leute, ja, willkommen zu einem neuen Let's Play von Angry Birds Epic. Ich rede einfach schon mal, während das hier lädt. Ich lasse ja normalerweise sonst immer das Intro laufen und rede dann erst. Aber das ja ein bisschen dauert noch, Audio runterladen und so weiter, wollte ich einfach mal schon anfangen zu reden, und zwar das Let's Play zu Angry Birds Epic. Das Spiel soll gerade erst rausgekommen sein, frisch für Android und iOS, also Apple und Android. Genau, ich müsste so richtig gesagt haben. Ja, Angry Birds sollte jeder kennen. Dieses komische Vogelspielchen. Nein, möchte ich eigentlich nicht erhalten. Lass mal. Und ja, davon soll es jetzt angeblich ein Roleplay, also ein RPG, wurde mir gerade als Kommentar geschrieben, geben. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Es geht los, und zwar sehen wir ein grünes Schlabberding mit Eiern, und wahrscheinlich hat er ein hässliches Kind bekommen. Und ja, eine Kinderarmee oder irgend sowas. Eier. Ganz viele Eier, da pennt einer. Tippen. Achso, es soll also weitergehen. Jede Waffe und jede Diamant hat eine passive Zusatzfertigkeit. Ja, sowas Langfristiges, sowas Rollenspielmäßiges ist ja das, was ich immer suche für Android und so weiter. Rovio, das ist der Entwickler davon, von dem Spiel. Und ich weiß gar nicht, seit wann das raus ist. Also, ich habe unterschiedliche Release-Zeitpunkte gefunden auf Google. Einmal, also so Reviews, nicht Release, Review-Zeitpunkte. Ja, und irgendwie ist da so ein grünes Zauberer-Schlabber-Ding mit Eiern. Und schauen wir mal, was. Oh, ich glaube, er versteckt einfach nur Eier derzeit. Und wir sollen aber anscheinend hin irgendwann. Was sind das für hässliche Viecher? Gab's die bei Angry Bird? Alter, da haben wir das Angry Bird. Dem wurden die Eier geklaut. Nein. Du Schuft. Und da ist anscheinend das erste Ei. Obwohl man es noch gar nicht sieht gerade. Ja, schauen wir uns das erstmal an. Oben links haben wir höchstwahrscheinlich das Level. Da haben wir Goldmünzen, Silbermünzen, Juwelen, also Premium-Währungen sind wahrscheinlich schon wieder. Einstellungen, ganz kurz. Lautstärke ist okay. Information und Tastensteuerung ist okay. Machen wir einfach erstmal, gehen wir weiter. Südstrand. So, wir haben jetzt also, ich weiß genau nicht genau, was es heißt. Man müsste es mir mal erklären. Aber wir haben jetzt einen Birdwin, der als Ritter getarnt ist oder als Ritter verkleidet ist. Und wir sollen hier drauf tippen, auf dieses Schwertsymbol anscheinend angreifen jetzt. Tipp auf etwas und halt es, um eine Beschreibung einzublenden. Ah, du bist dran. Okay, wir sollen also auf ihn rauf. Ah, okay, wir sollen ihn ziehen. Also unser, der angreifen soll, soll auch das richtige Ziel, also auf das Ziel zielen. Ziel ziehen. Oh, ist das schon unglaublich. Ja, wir haben 16.000 Punkte bekommen. Einmal 6.000 daher, dass wir ihn getötet haben. Und einmal 10.000 dafür, dass wir das Level gemacht haben. Und jetzt können wir das Glücksrad drehen. So, jetzt haben wir einmal gedreht. Schauen wir mal. Eine Muschel, eine Banane und eine Muschel. Ach, dafür, dass wir 3 Sterne haben, kriegen wir jetzt natürlich auch 3 Belohnungen. Eine Banane, eine grundlegende Alchemie-Zutat. Ich halte einfach mal gedrückt die Maus drüber. Hergestellt aus dreimal, ich weiß es nicht, und einmal Wasser. So, was haben wir hier? Eine Muschel, ein grundlegendes Material zum Schmieden. Wassergebiet und Strände. Nice, sehr schön. Heißt also, ja, tipp einen Vogel an, damit er seine Unterstützungsfertigkeit auf sich selber anwendet. So ein schönes, ich muss schon mal sagen, gefällt mir. Der erste Kampf hat mich schon mal so ein bisschen angeturnt, was es weitergeht. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. 3 Sterne haben wir, das heißt, wir können auch mal versuchen, 3 Sterne jedes Mal zu bekommen. Und ich glaube, wenn wir das hier schaffen, kriegen wir irgendwie 3 Kisten. Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau. Und das links ist, glaube ich, immer der Schwierigkeitsgrad. Da müssen wir dann mal schauen. Ich hoffe mal, das wird uns nochmal erklärt. So, jetzt haben wir 2 Gegner. Werden wir erstmal den hier töten. Weil ich denke mal nicht, dass wir den mit One-Hit runterkriegen. Wir kriegen 5 Schaden jedes Mal. Oder wir kriegen durch ihn 5 Schaden. Da dachte ich mir so, dass wir den nicht mit einmal runterkriegen. Zack, aber der sollte tot sein. Haben wir jetzt also wieder Punkte bekommen. 7.199. Oh, wir haben ein bisschen Erfahrung bekommen. 8.333 Erfahrung von dem Viech, glaube ich. Ja, und von dem ersten auch noch. 24.000 Erfahrungen insgesamt. Eine Tomate, ein Stück von dem Berg und Kisten gibt es hier. Schauen wir mal, was das so wird. Eine Tomate. Eine grundlegende Alchemie-Zutat hergestellt aus wieder 3, ich keine Ahnung, ob das Samenkörner sind oder so. Und einmal Wasser. Wir haben 8-mal Wasser, so wie es auch schon, Wassertropfen. Und keine von den linkeren Dingern. Da wird es zur Tomate. Was haben wir hier? Treibgut, ein grundlegendes Material zum Schmieden. Herkunft, Wassergebiete und Küste. Was haben wir hier noch? Glanzsand, eine grundlegende Alchemie-Zutat. Fast überall Strände und Wüste. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt wieder alle 3 Punkte bekommen. Ich glaube, das ist am Anfang immer noch so einfach. Wird dann aber mit der Zeit wahrscheinlich schwieriger. Schauen wir uns mal an. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt wieder voll geheilt nach dem Level oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Müssen wir mal gucken.
tägliches goldenes Schwein. Schnapp dir das tägliche goldene Schwein und du wirst reich belohnt. Wo ist denn das? Da ist es. Okay, wahrscheinlich muss man gegen das goldene Schwein auch nochmal kämpfen. Logge dich mit deinem Rovio-Account an und mit deinem Fortschritt für mehrere... Oh, müsste ich ja noch einen Rovio-Account machen. So, du bist dran. Zack, werden wir mal angreifen. Achso, wahrscheinlich müssen wir ihn töten. Okay, wir haben immer wieder Full Life, wenn wir... Oh, der hat sogar gekrittet. Coole Sache. Und hier sieht man auch, wen er immer fokussiert. Das ist jetzt unser Ritter immer noch. Er hat nämlich mit 40 gekrittet. Wunderbar. Alter, krasse Scheiße. Richtig krasse Erfahrung bekommen. Finde ich gut. Also das goldene Schwein sollte man sich täglich holen. Wir haben durch den Kampf 16.999 Punkte bekommen und wir bekommen entweder Münzen oder halt die Kisten. Mir wäre die Kiste lieber. Haben wir leider nicht bekommen. Wir haben dreimal die Münzen bekommen. Schnäuzling. Während der Schweineinsel zum Kaufen nützlicher Dinge. Glänzt nett, riecht aber irgendwie nach Schweinestall. Okay, das heißt also, diese Münzen sind fürs Kaufen. Genauso wahrscheinlich wie die Münzen links daneben, waren doch auch Goldmünzen, oder? Kann das sein? Mit Freundschaftsessenzen kannst du Resultate neu auswürfeln. Sehr schön. Gibt es also wieder den Freunde-Aspekt. Ja, hier haben wir noch was. Ich bin mir nicht gerade sicher. Tägliches goldenes Schwein. Sehr schön. Tag 1 haben wir erledigt. Verpasse keinen Tag, sonst wird die Kette zurückgesetzt. Logge dich jetzt für deine tägliche Belohnungsmünze auf Facebook ein. Na, lass mal. Aber wir haben eine Bonusmünze bekommen. Genau. Das ist eine Bonusmünze, wie es ausschaut. Können wir mal drüber halten, glaube ich, oder auch nicht. Ne, können wir nicht. Aber wir können ja ein bisschen über die Maps scrollen. Das ist schon eine ziemlich hohe Map. Kann man leider nicht rausscrollen, so wie ich das gerade sehe. Aber würde ich sagen, machen wir weiter. Da ist das Ausrufezeichen. Wahrscheinlich wird das unser erstes Ei sein. Gehen wir aber weiter zum nächsten Level. Drei Bananen könnte es als Belohnung geben, glaube ich. Bitte an deinen Freunden einmal täglich um kostenlose Freundschaftsessenzen. Oh Gott, ich sehe schon, das Spiel wird mich wieder süchtig machen ohne Ende. So, wir haben unten eine Chilischote. Du bist dran, halten. Ritter. Achso, ich glaube, das hier ist hier diese Information wieder. Jetzt wurde uns beigebracht, wenn wir etwas länger halten, dann bekommen wir Informationen. Und wenn ich jetzt so sehe, ich weiß gar nicht, ob ich es gedrückt halten muss, ich halte es immer gedrückt. Wir haben insgesamt 120 Leben. Ein normaler Angriff verursacht 26 Schaden. Das Ziel greift Red 3 Runden lang an. Achso, Red heißt unser Ritter anscheinend. Beschützen, Ziel erleidet 55% weniger Schaden, dauert 2 Runden und heldenhafter Schlag verursacht 115 Schaden beim Gegner mit dem meisten Leben. Okay, man muss also gedrückt halten, damit die Information bleibt. Und jetzt können wir angreifen. Zack. Ja, die Chilischote füllt sich so ein bisschen. Ich glaube, der hat mich gerade ein bisschen gekitzelt oder so. Ich weiß nicht, seine Leiste wurde ein bisschen gefüllt. Oder vielleicht verzaubert er mich. Weiß ich nicht. Oh, jetzt sollen wir tippen. Ah, ne, wir sollen tippen. Okay, jetzt verteidigen wir uns, wenn wir tippen. Denn jetzt wird er uns wahrscheinlich angreifen. War, habe ich recht? Ja, wunderbar. Nach 3 Angriffen wird er uns also angreifen. Wenn das Ding halt mit 2 Dingern voll ist und beim dritten Mal greift er uns immer an. So, das müssen wir nochmal machen. Und jetzt müssen wir wieder verteidigen, weil jetzt wird er wieder angreifen. Habe ich recht? Wunderbar. Yeah! Unsere perfekte Verteidigung. Du kannst uns nichts tun, Alter. 55% weniger Schaden. Und jetzt ist die Chilischote voll. Pam! Und jetzt können wir das Ding drücken. So, du bist dran. Wir sollen auf das Ding drauf. Achso, wir sollen es ihm auch geben. Ah, da ist er tot. 7.799 leider nur. Aber wir haben schon mal das erste halbe Level vorbei. Das erste Level fertig. Das sollte auch wieder alle 3 Sterne geben. Wunderbar, wunderbar. Ich habe jetzt 21.000. Oh, Bananen. Sehr schön. Eine grundlegende Alchemie-Zutat, wieder 3 Dinger und einen Stings. Was haben wir hier? Treibgut müsste es ja das immer noch sein. Und hier ist eine Muschel immer noch. Okay, wunderbar. Das heißt, wir haben das jetzt auch fertig. Waffen erhöhen die Angriffskraft und somit den Schaden aller Fertigkeiten des Vogels. Ja, schauen wir mal, ob wir mal einen zweiten oder dritten Vogel kriegen oder wie viele Vögel wir insgesamt überhaupt im Team haben können. Das Feld sieht so ein bisschen aus, als ob es für 4 Vögel ausbalanciert ist, so von der Größe her. Aber warten wir mal ab. So, ihr kleinen hässlichen Mistviecher. Kommt her, gebt mir mal ein Ei wieder, ihr Mistratten. Ah, es ist sogar ein Baby von mir, wa? Hallo. Gut, weiter geht's. Wir haben schon 10 dieser komischen Schweinemünzen. Oh, jetzt gehen wir 3 Wassertropfen, würden wir gewinnen. Ist ja krass. Nebenhandausrüstung erhöht das Leben des Vogels. Okay, also wahrscheinlich nur das Leben und nichts anderes. War jetzt schon wieder so ein Riesenvieh. Kannst du mal sowas von knicken. Aber wir wissen jetzt, wie es geht, ne? So, wir haben auch schon wieder massig Punkte bekommen, sogar massig Erfahrung dazu. Sollte aber relativ einfach gehen. Das Red füllt sich aber relativ schön auf. Finde ich toll. Ich glaube, es ist einfach nur noch so ein Training. Hat er es jetzt begriffen oder nicht? Ansonsten, oh, 19 Schaden macht er nur. Ich glaube, selbst wenn wir angegriffen werden, wa? Kriegen wir auch dann was? Oder wenn er die Gegnerrunde beendet hat? Ich glaube, nur wenn wir angegriffen werden, dann kriegen wir auch so ein bisschen von dem Red dazu. Müssen wir uns gleich mal gucken, wenn wir angegriffen werden. Jetzt, glaube ich, habe ich gesehen, dass wir da was zu bekommen haben, wa? Ah, ich bin natürlich nicht blind. Wäre ja schlimm. So, Red ist aber immer noch nicht ganz voll. Aber macht auch nichts, denn jetzt ist es voll. Und jetzt wird das Ding schön hier rübergezogen und, naja. V
Freu dich schon mal. New Pam! Weg mit dir, 115 Schaden. Eigentlich wieder volle Verschwendung, aber egal. 6833 fürs Level erreichen des Levels, also für das Fertigstellen des Levels. Ja, schauen wir mal. Drei Wassertropfen bitte. Gib mir die mal drei Wassertropfen. Ja, geile Banane, drei Wassertropfen. Und noch einen Wassertropfen. Sehr schön. Also es scheint ein riesiges Gebiet zu sein bisher. Wir sind jetzt wirklich ein Echtzeit, so wie es ausschaut. Also so richtige Map. Hier unten haben wir irgendwo angefangen. Und ja, hier habe ich irgendwo von dem Berg gesehen. Oder vielleicht ist das einfach nur wirklich nur ein Teil der Map. Ne, gib mir die Sack. Oh, gibt sogar einen Shop, glaube ich, Toons TV. Aber machen wir mal weiter. Wir haben noch 5 Minütchen. Drei Wellen, Kampfserie Schweineknast, okay. Anscheinend gibt es ja wirklich drei Wellen. Ich bin der Einzige, der gefällt mir nicht auf Facebook angeben kann. Gut, hier haben wir anscheinend so einen kleinen Defender, so einen kleinen, ne? Oh, ganze 6 Schaden macht er mir, aber 3 Runden kommen, hier sieht man es ja oben. 3 Waves kommen insgesamt. Ich glaube, nächste Runde werde ich mir mal, obwohl eigentlich hat es gar keinen Sinn, sich zu verteidigen. 7199 Punkte, massige Erfahrung wieder dazu. Alles cool. Erinnert mich so ein bisschen an Spirit Souls, wenn ich mal ein bisschen Werbung machen kann für mein Let's Play. Wer es gesehen hat, wer es noch nicht gesehen hat, also könnt ihr euch gerne anschauen. Das ist natürlich, es macht Spaß, wesentlich sehr Spaß, Spirit Stones. Ist aber halt ein bisschen langwierig. Ich hoffe mal, das ist auch langwierig hier. Also, Spirit Stones habe ich da gerade so, glaube ich, 120 Parts draußen. Also insgesamt schon aufgenommen. Oh, was haben wir denn da? Holy shit. Gut, da müssen wir uns natürlich ein... Ich glaube, wenn wir das befreien... Ah, okay, wir sollen das also angreifen, das stimmt schon. Ja, ja, komm schon, ich bin ja da. Und der macht... Okay, der gibt dir ein Schild. Könnte also minimal knapp werden, glaube ich. Wunderbar, ich glaube, den haben wir jetzt frei, kann das sein? Ah, wunderbar. Wir haben einen Magicker, ein Magier, so wie es ausschaut. Mit einem Zauberhütchen. Wow. Der hat die getötet aus Rache. Oder aus Wut, was weiß ich. Krasse Kacke, Alter. Wir haben gerade 24.000 Punkte bekommen. Da haben wir die... Ich will wissen, was das ist. Gib's mir. Danke. Jetzt kann ich gucken, was das ist. Das ist Samen. Fast alle Landgebiete Gold... Was? Gold? Goldfelder. Und hier haben wir nochmal diesen glänzenden Sand. Ah, ein Steinbahn in der Mitte wahrscheinlich nur. Ja, jetzt haben wir zwei Leute. Geilo, geilo, geilo. Und wir müssen immer noch unsere Eier zurückholen. Aber mit zwei Leuten geht es schon wesentlich einfacher, gehe ich mal stark von aus. Warum, das ist so ein Magier. Ich glaube, Magier machen immer recht viel Schaden. Oh, wir sind zu zweit. Das ist ein Spitzkopf. Neu, Chuck. Ein mächtiger Zauberer, der allen Gegnern gleichzeitig Schaden zufügen kann. Krasse Sache. Wir haben jetzt zwei Leute. Und wir kriegen drei magische Steine. Und ich glaube, hier sind zwei Runden gewesen. Ich habe unten rechts, weiß ich, ja, zieh die volle Wut, steht auf ein Forum, um seine mächtige Wutfertigkeit zu entfesseln. So, der hier, sollen wir jetzt also, wen sollen wir angreifen? Ah ja, den in der Mitte, dachte ich mir schon. Badam, das ist so ein AOE-Effekt, also, was ist das hier, beschützen? Ah, coole Sache. Falls ihr also meinen Dings angreifen sollten, der hat anscheinend nicht so viel Leben wie mein Ritter da oben. So, sehr schön. Jetzt kommen wir hier. Ja, zack! Krasse Kacke. Ja, man, ist das so richtig mal krass am Ragen, der Typ hier. Unsere Chili-Schote ist bald voll, aber es bringt ja eh nichts. Zack! Ah, cool, der hat AOE-Angriff. Das finde ich sehr nice. Und wir haben bald unser zweites Level erreicht. Sehr schön. Finde ich echt geil. Und wir haben wieder massig viele Punkte gekriegt. 46.761 kriegen hoffentlich diesen magischen Kristall kriegen wir so oder so immer. Hoffentlich kriegen wir den Dreier. Ach, leider gerade nicht. Das ist ärgerlich. Was haben wir jetzt? Ein Koboldgestein. Ein fortgeschrittenes Material zum Schmieden. 5 Steine werden zu einem Koboldstein. Koboldplateau ist die Herkunft. Setze die Wutchili mit Bedacht ein. Ja, sollte man auf jeden Fall. Ich will mal gucken, was der Magier dann später macht damit. Bin ich gespannt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, bitte bewerte unser Spiel. Da mache ich dann direkt nach dem Spiel direkt. Nach dem Part. Würde ich sagen, ah komm, eine können wir noch machen. Ja, machen wir nicht. Unter 15 Minuten, das wäre ja langweilig. Machen wir mal hier, komm, hauen wir direkt 15 Minuten plus rauf auf den ersten Part. Ihr solltet auch richtig was sehen hiervon. So, da haben wir einen kleinen Robin Hood als... Oh, halten. Ja, wir haben 60 Leben gerade auf dem Magier, das heißt also die Hälfte von dem Ritter. Verursacht 20 Schaden bei allen Gegnern. Elektrisch Schild Gegner, die das Ziel angreifen, allein 27 Schaden pro Angriff, dauert 3 Runden. Und löst sofort 5 Angriffe auch von zufälligen Vögeln aus. Achso, ich soll ihn also beschützen als Elektroschild. Und der soll ihn angreifen. Wahrscheinlich wird er ihn jetzt angreifen, so geschichtlich. Pam, und er kriegt 2x27 Schaden. Ist ja mal geilo. Geilo, geilo. Zack.
Achso, er greift immer zweimal an. Achso, ich verstehe, ich verstehe. Es sind also zwei Angriffe, immer nicht nur einer. Badam! Weg mit dir, du Ratte. Massig Punkte wieder. 10.700, also ich glaube 32.000 Punkte. 26.000 habe ich mir ja krass verzählt. Okay, da haben wir Holz. Cool. Was ist denn das für ein schönes Holz? Komm, dreh dich jetzt. Ja, was haben wir denn für schönes Holz? Was gibt es da schon wieder zum Schmieden? Wa? Ein grundlegendes Material zum Schmieden. Holz. Herkunft, Künste und Wälder. Sehr schön. Waffen erhöhen die Angriffskraft, haben wir schon mal gehabt. Und somit den Schaden aller Fertigkeiten vorhin. Ne, habt ihr doch, glaube ich, noch nicht gehabt, den Tipp. Ja, ich würde sagen, machen wir mit dem ersten Part von Angry Birds Epic schon mal Schluss. Es gefällt mir sehr, sehr gut, das Spiel. Okay, schauen wir jetzt erstmal an Toons TV. Schaue tolle Filme im Rippenkino der Schweineinsel. Machen wir aber nächsten Part. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurze Pause. Sehen uns dann im nächsten Part wieder von Angry Birds Epic. Ich hoffe, es gefällt. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Mir gefällt es definitiv. Ich hoffe mal, wie weit, oder mal schauen, wie weit der Content so ausgebaut ist. Ist ja noch nicht lange draußen. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und sehen uns im nächsten Part von Angry Birds Epic wieder. Danke, ciao, ciao.